Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen hier über eine Reihe von Änderungen, von denen die allermeisten völlig unproblematisch und eher formeller Natur sind. Der Teufel steckt aber wie so oft im Detail solcher Huckepackgesetze, und so sollte es einen dann doch aufhorchen lassen, wenn sich ein Ministerium eine Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen selbst schaffen möchte. Wir erinnern uns da nur an das Jahr 2020, hier besonders an das Infektionsschutz- und Befugnisgesetz. Man möchte, so kündigt man an, nun Lehren aus der Pandemie ziehen. Nun kann man sich die Frage stellen, welche Lehren man denn ziehen möchte. Vielleicht diese, dass man die Bevölkerung übermäßig belastet hat. Wir sprachen erst in der vergangenen Woche im Rahmen einer Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales über die psychotherapeutische Versorgung in Nordrhein-Westfalen. Darüber, dass Betroffene mittlerweile flächendeckend in NRW Wartezeiten von mehreren Monaten in Kauf nehmen müssen, wenn sie einen Therapieplatz haben wollen. Dieser Mangel, der letzten Endes auf einen starken Anstieg der Fallzahlen zurückzuführen ist, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Also auch eine Folge ihrer Corona-Politik. Vielleicht aber auch die Lehre, dass der Staat unverhältnismäßig stark in die Grundrechte der Bürger eingegriffen oder die Lehre, dass man eine Spaltung der Gesellschaft herbeigeführt oder zumindest deutlich vertieft hat. Aber ihre Politik reflektiert nicht, ihre Politik arbeitet nicht auf. Unsere Anträge dazu haben sie abgelehnt. Und so zieht man nun also die Lehre, dass man mehr Ermächtigung und Befugnisse auf staatlicher Seite braucht. Ganz spannend. Auch der Parlamentsvorbehalt rettet hier letztlich nichts. Corona hat es uns vor Augen geführt, das Krankenhausgestaltungsgesetz soll um jene Normen angereichert werden, welche durch das Außerkrafttreten des in der Pandemie eingeführten Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes wegfielen. Der Gesundheitsminister, ja von den demokratischen mehrheitstragenden Fraktionen hier bestimmt am Ende des Tages, kann dann durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtages, auch hier eine Mehrheit der regierungstragenden Fraktionen, die das dann wiederum abnicken sollen, gegenüber den Krankenhausträgern, den Versorgungs- und Rehabilitationseinrichtungen und anderen die Schaffung zusätzlicher Behandlungskapazitäten, die Organisation medizinischer Behandlung und sogar die Verschiebung elektiver Eingriffe anordnen. Besonders letztere Maßnahme greift nicht nur erheblich in die Sphäre der Krankenhausbetreiber, sondern auch in diejenige der behandelnden Ärzte und vor allem aber der betroffenen Patienten ein. Und auch hier lohnt sich noch einmal ein Blick in die Vergangenheit. Wie viele Operationen wurden verschoben, Leiden verschlimmert und ernsthafte Erkrankungen infolge von fehlenden Vorsorgeuntersuchungen nicht entdeckt? Insbesondere wurde heute Vormittag der Gesundheitsminister bei der Medikamentenversorgung selbst noch davon sprach, dass es der Staat im Regelfall eben nicht besser macht als das selbstorganisierte und selbstverwaltete Gesundheitssystem in Deutschland. Woher nun also das Misstrauen? Warum diese Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen? Lassen Sie uns gemeinsam einen Schritt nach vorne gehen, die Geschehnisse der Corona-Jahre vernünftig aufarbeiten, aber eben kein Zurück in die Corona-Jahre, wo die Verhältnismäßigkeit allzu oft doch überschritten wurde. Vielen Dank.